Ja, hallo und herzlich willkommen bei Devi Dividende, dem Kanal für Einkommensinvestoren. BDCs oder auch Business Development Companies genannt, investieren vorwiegend in kleine und mittlere US-amerikanische Unternehmen. Dies können sie durch eine direkte Beteiligung am Unternehmen, zum Beispiel durch den Kauf von Aktien, aber auch durch die Vergabe von Krediten. Auch eine Investition in Form von Mezzaninekapital ist denkbar. Mezzaninekapital ist eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital, was rechtliche, aber auch technische Vorteile bringen kann. Dazu gehören unter anderem die Preferred Shares. Zusätzlich bieten BDCs Beratertätigkeiten für die Unternehmen an, wo es unter anderem darum geht, Prozesse effizienter zu gestalten. Die Unternehmensform der BDCs wurde geschaffen, um auch durchschnittlichen Investoren eine Beteiligung an eher illiquiden bzw. nicht börsengehandelten Unternehmen zu ermöglichen und diesem Sektor frisches Kapital zuzuführen. Durch das cashflow-starke Geschäftsmodell, die Steuerbefreiung auf Unternehmensebene und die Mindestausschüttungsquoten ergeben sich besonders attraktive Ausschüttungsrenditen, die zwischen 6 und mehr als 10% liegen können. Das macht BDCs zu Standardinvestments für Einkommensinvestoren. Heute möchte ich euch einen ETF vorstellen, mit dem ihr euch durch nur ein Wertpapier breit in diesem Bereich aufstellen könnt und Einzelwertrisiken reduziert. Der Warneck Vectors BDC Income ETF bildet durch physische Replikation den MVIS US Business Development Company Index nach. Dieser Index enthält nach Kapitalisierung gewichtet 25 BDCs. Die aktuelle Ausschüttungsrendite des ETFs liegt bei knapp 10% und das gesamte Fondsvermögen beläuft sich auf gut 200 Millionen US-Dollar. Die ETF-Kosten, die der Anbieter Warneck erhebt, liegen bei 0,49%. Die Top 10 Positionen im ETF sind Ares Capital, FSKKR Capital, Main Street Capital, Prospect Capital, Hercules Capital, Golub Capital BDC, Apollo Investment, New Mountain Finance, TPG Specialty Finance und TCG BDC. Ares Capital, Hercules Capital und Main Street Capital habe ich auch bereits ein Video gewidmet, wo ihr genauere Informationen erfahren könnt. Auffällig ist, dass Ares Capital aufgrund der hohen Marktkapitalisierung ganze 20% im ETF ausmacht und die ersten 10 Positionen ganze 70% ausmachen. Das liegt natürlich an der Gewichtung nach Marktkapitalisierung. Die Gewichtung von Ares Capital muss aber auch nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, weil man auch in diesem Sektor durch Größe profitieren kann. Allerdings sollte man vor einem Kauf des ETFs bedenken, dass die Diversifikation ausreichend, aber nicht vergleichbar mit zum Beispiel einem MSCI World ETF ist. Was auch daran liegt, dass wir einfach 25 und nicht mehrere tausend Werte im ETF haben. In dieser Grafik sehen wir die seit 2013 quartalsweise gezahlten Dividenden und wir erkennen eine durchaus solide und konsistente Entwicklung der Ausschüttungen auf hohem Niveau. In konjunkturell schwachen Phasen ist hier mit deutlichen Kürzungen zu rechnen, da besonders die BDCs mit Fokus auf die direkte Beteiligung Probleme bekommen, ihre Anlagen gewinnbringend zu veräußern. Auch die BDCs mit Fokus auf die Vergabe von Krediten müssen in Rezessionen mit Ergebnisrückgängen rechnen, da kleine und mittlere Unternehmen deutlich häufiger in Zahlungsschwierigkeiten geraten als klassische Blue-Chip-Unternehmen. Diese erhöhten Risiken werden meiner Meinung nach aber mehr als fair vergütet mit einer Dividende von fast 10%. Der Chartverlauf des ETFs war in den letzten Jahren leicht negativ, was aber auch den Index ohne Kosten betrifft. Im Total Return, also Dividenden plus Kursentwicklung, war das Ganze positiv. In Rezession ist bei diesem ETF mit einem überdurchschnittlichen Drawdown zu rechnen. Denn in der Finanzkrise betrug der Kursrückgang des Index ganze 80%. Kommen wir jetzt noch zum Fazit und einer denkbaren Gewichtung im Einkommensdepot. Der Warneck Vectors BDC Income ETF
ist meiner Meinung nach eine sehr gute Sammelanlage, mit der sich der Sektor der BDCs kostengünstig und ausschüttungsstark abdecken lässt. Diese Werte sollte sich auch aufgrund des Steuervorteils kein Einkommensinvestor entgehen lassen. Dieser ETF zählt auf jeden Fall zu dem eher riskanten Teil eines Dividendendepots und kann dort meiner Meinung nach bis zu 5% ausmachen, wenn man ansonsten BDCs noch nicht zu stark gewichtet hat. Handelbar ist der ETF über das Kürzel BIZD oder die WKN A2 AH K2, allerdings nur bei Brokern außerhalb der EU. Ansonsten könnte man ihn auch über einen Cash Secured Short Put erwerben. Das Ganze war jetzt natürlich keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Aktienempfehlung, selbstverständlich auch keine Aufforderung zum Verkauf oder zum Kauf von Wertpapieren. Außerdem erhebe ich trotz bestem Wissen und Gewissen keinen Anspruch auf Richtigkeit der gebotenen Daten und Informationen. Das ist alles nur meine persönliche Meinung. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder interessante Werte für Einkommensinvestoren vorstelle. Bis bald!